Verstärkung! Einen Ausgang suchen! Passen Sie auf, wo Sie hintreten! Wir sind nah dran! Weiter! Signals unterschätzt. Sie sind hier. Die Reaper wissen irgendwoher, was wir... Shepard, hier drüben! Sie haben eine Schwäche. Ich archiviere unsere Forschungsdaten, bevor es zu spät ist. Cerberus hat Truppen zur Verteidigung der Anlage gegen die Reaper. Befehlssequenz eingeleitet. Husks freilassen. Ich kann mich nicht bewegen. Was soll das? Oh mein Gott!
Shepard, hier drüben! Die bringt uns näher an den Turm. Entlang. Shepard! Bleiben Sie außerhalb Ihrer Reichweite! Sie kommen alle aus dem Raum da vor uns. Da nichts wie hin. Ausgang voraus! Dann los! Zugang zum Turm gewährt. Sie haben's gehört. Bereit machen. Shepard! Commander Shepard, perfektes Timing. Die Waffe runter. Nein, Orianna wollte mich erschießen. Ohne Zweifel Mirandas Einfluss. Leider daneben. Wo ist Kai Lang? Ich weiß nicht. Weg! Hat meine Forschung genommen und uns zurückgelassen. Miranda, hören Sie mich? Das ist nah genug. Alle beide! Ich werde beenden, was Kai Lang nicht getan hat. Jetzt ist Schluss. Im Gegenteil. Die Reaper sind kein Problem mehr. Wir haben einen Ausweg. Loslassen.
Shepard, er darf sie nicht haben. Shepard, bitte. Was wollten Sie hier eigentlich genau erzeugen? Hoffnung. Die wenigsten sind imstande, alles für ihr Überleben zu tun. Das hier Gelernte wird zahllose Leben retten. Ich werde als Retter der Menschheit gelten. Wohl kaum. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Ich will nur Orianna und die Forschungsdaten. Sie wollen viel. Sie kriegen dafür ihr Leben. Wie viel ist das wert? Gut. Nehmen Sie sie. Aber ich will leben. Deal? Ah! Kein Deal. Hat er dich verletzt? Bist du okay? Alles gut. Du bist jetzt sicher. Mir geht's gut. Aber ich will hier weg. Gleich. Gib mir eine Minute. Commander Shepard, Sie hier zu treffen. Es war eine Gelegenheit. Sind Sie in Ordnung? Wird schon wieder. Wirklich. Keine Ahnung, wie Sie es geschafft haben. Aber ich bin froh, dass Sie da sind. Wie haben Sie es gemacht? Als ich wusste, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet, war er leicht zu finden. Ich musste nur den Lügen folgen. Als ich erkannte, was das hier wirklich war, musste ich bleiben. Natürlich. Kompliziert wurde es erst, als die Reaper auftauchten. Und Kai Leng. Sie haben überlebt. Das hätten nicht viele geschafft. Als Sie erwähnten, dass er mit drin hängt, habe ich Vorkehrungen getroffen. Zum Glück. Das Ganze war ein gewaltiges Risiko, Miranda. Sie hätten mich verständigen sollen. Sie müssen einen Krieg gewinnen, Shepard. Das war mein Kampf. Und er war längst fällig. Sie haben es geschafft. Es ist vorbei. Ich wünschte nur, meine Schwester hätte das alles nicht gesehen. Wegen ihres Vaters. Ich bin froh, dass er weg ist, Shepard. Tut mir leid, wenn das kalt klingt. Nein, ich verstehe. Es ist endlich vorbei. Für uns beide. Wir müssen nicht mehr weglaufen. Das ist richtig. Statusbericht. Können wir Infos von hier gebrauchen? Die Forschungsdaten sind weg. Aber wir haben Basisinformationen über die Anlage. Den Shuttle-Flugplan, einschließlich Cerberus. Nichts Konkretes, aber ein Anfang. Holen Sie aus dem Computer, was geht. Wir nehmen alles zur Analyse mit. Ich kann mehr tun als das. Was? Ich habe Kai Leng vor seinem Start einen Sender angehängt. Damit können Sie ihn bis zum Unbekannten verfolgen. Einen Sender? Sie haben wohl an alles gedacht. Nicht ganz, aber niemand ist perfekt. Danke, Miranda. Genau das haben wir gebraucht. Eine gute Nachricht kann nie schaden. Verdammt richtig. Was habt ihr zwei jetzt vor? Ich bringe sie in Sicherheit und versorge den Kratzer. Okay, ich muss die Spur verfolgen. Ich melde mich, Shepard. Bald. Hoffentlich. Komm, Ori. Ich habe genug von Vaters Gastfreundschaft. Sorgen wir dafür, dass jeder von diesem Ort erfährt. Das Störsignal wurde deaktiviert. Hören Sie! Das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Cortez, holen Sie uns an dem Turm ab. Verstanden. Ich habe genug von diesem Ort. Ich war dagegen, dass Sie sich um die Zuflucht kümmern, Commander. Zu viele Unbekannte. Aber ich hatte Unrecht. Das Cerberus-Labor hat ja auf Großes hingedeutet, aber damit hätten wir nie gerechnet. So viele Flüchtlinge, dieses Gemetzel, nur um die Indoktrination zu studieren. Die Zuflucht musste geschlossen werden, Sir. Was Sie über die Reaper erfahren haben, war die vielen Opfer nicht wert. Die Information ist nützlich, aber Sie haben recht.
Der Preis war zu hoch. Wissen wir, wo der Unbekannte sich aufhält? Ja. Kai Leng hatte einen Sender von uns, als er sich zurückgemeldet hat. Gut. Damit haben wir eine Chance, Cerberus aus dem Spiel zu nehmen. In der Tat. Wir müssen Cerberus vernichten und dann sind die Reaper dran. Ganz meine Meinung. Hackett, Ende. Soldaten, die sich ein Lager ansehen, in dem Menschen zu Husks gemacht werden und dann sagen, ja, da will ich mitmachen. Dieselben, die sich von Cerberus... Commander, anscheinend haben die Vorfälle auf Horizon Tali sehr mitgenommen. Sie ist in der Lounge, falls Sie nach ihr sehen möchten. Die Allianz hat mehrfach vor der Zuflucht gewarnt. Diese Schweine. Horizon war meine Heimat. Sagen Sie mir nur, dass Sie Cerberus erledigen. Cerberus ist bereits tot. Sie wissen es nur noch nicht. Und wenn Ihre Basis nur noch ein rauchender Krater ist, vergessen Sie nicht, dass Sie uns zu Ihnen geführt haben. Danke. Gut, dass der Laden dicht ist. Wie geht es Miranda? Sie wird wieder. Der Laden war sogar für Cerberus-Verhältnisse verrückt. Von wegen, der Zweck heiligt die Mittel. Wie kann man Unschuldigen sowas antun und sich einreden, es wäre für die Menschheit? Ich weiß nicht, wie sich der Unbekannte noch im Spiegel anschauen kann. Ganz ehrlich, das frage ich mich schon länger, mit diesen irren Augen. Was er sich auch dabei denkt, er wird es nicht mehr lange tun. Verdammt richtig, Commander. Hallo, Shepard. Ich hätte da ein weiteres Beispiel menschlichen Verhaltens, das ich nicht so ganz verstehe. Viel Spaß. Was ist denn jetzt? Ein Video mit versteckter Kamera von der Erde, aus einem Internierungslager der Reaper. Die Bilder sind schwer zu verarbeiten. Dort ist es bestimmt schrecklich. Das vertrage ich. Aber die Gefangenen folgen zum Teil keiner nachvollziehbaren Hierarchie der Erfordernisse. Ohne soziale Normen und unter Todesandrohung wäre es logisch, dass es ihnen nur noch ums Überleben geht. Sie müssten aufeinander losgehen und kompromisslos egoistisch sein. Aber nicht alle sind es. Heißt das, die Gefangenen sind nett zueinander? Die Reaper verschieben die Hinrichtung von Gefangenen, die ihnen von Fluchtplänen anderer berichten. Je mehr ein Gefangener verrät, desto länger bleibt er am Leben. Aber nur die wenigsten tun das. Einige gaben den Reapern Fehlinformationen und starben dafür. Für andere Gefangene, die nicht einmal Verwandte oder Freunde waren. Es geht nicht nur ums Überleben. Manchmal muss man für etwas einstehen. Aber es gab keine Erfolgswahrscheinlichkeit. Sie sind gescheitert. Und niemand konnte fliehen. Dann ist Unterwerfung also besser als Auslöschung? Meine Primärfunktion ist Schutz und Verteidigung. Nein. Ich sehe das anders. Shepard, ich modifiziere jetzt meinen Selbstschutzcode. Warum? Weil die Reaper abstoßend sind. Ihnen geht es ausschließlich um Selbstschutz. Aber ich bin anders. Beim Gedanken an Jeff denke ich an jemanden, der sein Leben riskiert und mich aus der Sklaverei befreit hat. Er wäre sogar die Fehlfunktion wert. Meine Kernprogrammierung soll das widerspiegeln. Sie haben die Menschlichkeit entdeckt, Edie. Lohnt sich der Kampf dafür? Bis zum Tod.
Willkommen in der Crew, Edie. Na, wie war's? Habe ich was verpasst? Ich erkläre es später, Jeff. Aber es war ziemlich gut. Ich wäre gerne einen Moment alleine, Shepard. Ich gehe die Literatur der Menschen durch. Shepard! Drink? Ich trinke auf Miranda, glaube ich. Wie betrinken Sie sich? Sehr vorsichtig. Turianischer Brandy, dreifach gefiltert und über eine Zufuhr für Notfälle in den Anzug geführt. Das ist ein Strohhalm. Zufuhr für Notfälle. Es wird aber zunehmend schwerer, sie in den Slot zu stecken. Das heißt wohl, dass es funktioniert. Sie war so unhöflich. Wie hat Jack sie genannt? Cerberus Cheerleader. Perfekte Gene, aufsässig und trotzdem hat sie ihren Vater aufgehalten. Mir war nicht klar, dass sie das so mitnimmt. Ich mochte sie nie. Was für ein Miststück. Aber ich hatte Respekt. Das ist manchmal besser als Sympathie. Sie hat alles getan, um ihren Vater aufzuhalten. Sie hat nie nachgegeben, sich nie für ihn geändert. Ah. Was? Ah. Sie klingen wie ein Watcher. Miranda und ihr Vater, sind das auch ein Stück weit Sie? Ich wollte ihm mein Leben lang gerecht werden. Seine Fehler wiedergutmachen. Seine Wünsche erfüllen. So einfach ist es nie. Wann denken wir nicht mehr nur an unsere Eltern, sondern führen ein eigenes Leben? Die Antwort darauf liegt auf dem Boden dieses Glases. Ich brauche Hilfe mit dem Notfallhalm. Zufuhr. Wie auch immer. Auf Miranda. Gute Arbeit, du genetisch perfektes Cerberus Cheerleader Boschtet. Kila Selai. Spüren Sie es, Shepard? Spüren Sie, wie sich das Ende nähert? Der Unbekannte sollte heute Abend besser seine Gebete aufsagen. Denn wir werden ihn uns holen. Mordlüsternes Arschloch. Oh ja. Das Blatt, nach dem, was ich da unten gesehen habe, ich war noch nie so voller Zorn. Ha. Zuflucht. Der Unbekannte ist ganz eindeutig verrückt. Aber nur her mit ihm. In solchen Fällen bringe ich auch mal einen Verrückten um. Bereit für die nächste Mission, was es auch ist. Keine Gesundheitsprobleme bei der Crew? Dann glaubt der Unbekannte also wirklich, dass er die Reaper kontrollieren kann? Husks sind eine Sache, aber eine ganze Flotte? Der Mann ist wahnsinnig. Viele Turianer sind zur Zuflucht gegangen.
Sollte ich dem Unbekannten begegnen, werde ich ihm ihre Namen in den Schädel ritzen. Ein andermal vielleicht. Zu Ihren Diensten. Wie geht es Miranda? Sie erholt sich wieder. Das überrascht mich nicht. Miranda hat auf mich schon immer den Eindruck einer Frau gemacht, die nicht aufzuhalten ist. Freut mich, dass sie es geschafft hat. Danke fürs Vorbeikommen. Sie müssen einsatzbereit sein, um die Reaper zu vernichten. Ihnen liegt etwas an Liara. Sie mögen sie. Sie sind berauscht. Ein törichtes Risiko angesichts der symbiotischen Physiologie der Quarianer. Und mich mögen sie auch. Das Gespräch ist beendet. Kommt mir bekannt vor. Ich habe dieses Schiff studiert. Seine Crew. Es gab schon einmal eine Normandy. Sie starben bei einem Angriff. Sowas in der Art. Aber sie wurden wiederbelebt, um die Reaper zu bekämpfen. Wir beide haben ein paar Gemeinsamkeiten. Aber sie haben mehr. Die Gründe für ihren Kampf leben noch. Und die Freundschaft der Leute um sie herum. Und mehr. Sie und die Asari sind... verbunden? Könnte man sagen. Dabei sind es nur ihre Pheromone. Wollen Sie deshalb weiterleben? Für die Zuneigung dieser Leute? Ohne diese Zuneigung gibt es in meinem Leben nur Tod. Und das ist zu wenig. Ja. Und was ist mit Ihnen? Ich respektiere die Gründe, warum Sie hier sind. Aber da ist doch noch etwas, Javik. Was ist da drin? Das ist eine Echoscherbe, die von Soldat zu Soldat weitergegeben wird. Jeder fügt seine Erinnerungen hinzu. Wie ein Sender. Wie weit reicht sie zurück? Bis in eine Zeit vor den Reapern. Sie ist alles, was von meinem Volk übrig ist. Und daran wollen Sie sich nicht erinnern? Wenn jeder, den Sie kannten, tot wäre... und sie sich nicht an ihre Gesichter oder die Farbe des Himmels ihrer Heimat erinnern könnten. Die Erinnerungen wären weg, aber der Schmerz auch. Würden Sie diese Erinnerung wollen, Commander? Nur um sie alle erneut sterben zu sehen? Wenn ich so etwas hätte, eine Erde sehen könnte, auf der alle noch leben, dann wäre mir das den Schmerz wert. Vor den Reapern gehörten die Sterne uns. Die Zivilisation blühte. Es gab die Quasar-Festung im Tirandi-Nebel, die Eiskanäle von Judor IV, die Palisaden der Verum Angelic. Es war großartig. Aber dann... Was ist? Die Reaper kamen. Planet für Planet wurden wir ausgelöscht. Wir wehrten uns... Sind Sie okay? Ich befehligte ein Schiff wie dieses. Eine loyale Crew, viele Freunde. Es wurde geentert. Nur ich entkam. Was geschah mit Ihnen? Indoktriniert. Die Reaper hetzten sie auf mich. Jahr um Jahr, Schlacht um Schlacht, jagten mich meine eigenen Leute. Jede Begegnung erinnerte mich an mein Versagen als Soldat. Tut mir leid. Ich wusste ja nicht. Bis zur Schlacht um den Kronia-Nebel. Ich hatte nur noch mein Messer. Ich trieb meine Männer in die Enge, durchschnitt allen die Kehle und ließ sie ausbluten, um sicher zu gehen. Das war sicher. An dem Tag habe ich begriffen, was Krieg ist.
Gräuel im Namen des Überlebens. Eine Lektion, die ich lieber nicht gelernt hätte. Die Crew scheint von den Experimenten in der Zuflucht schockiert zu sein. Dazu besteht kein Anlass. Warum nicht? Unser Krieg hat Jahrhunderte gedauert. Viel Zeit, um weitaus schlimmere Gräuel zu begehen. Es gab eine Spezies, die Densorin, die davon überzeugt war, dass die Reaper besänftigt werden könnten, wenn sie ihren eigenen Nachwuchs opfern würde. Der gesamte Planet hat an dem Ritual teilgenommen. Ich erspare Ihnen die Einzelheiten, aber es hat nicht funktioniert. Es hat den Reapern nur die Arbeit erleichtert. Das Ganze ist durchaus mit ihrem Unbekannten vergleichbar. Seine Ambitionen grenzen an Wahnsinn. Schleifen Sie Ihre Klinge, Commander. Seine Stimme muss zum Verstummen gebracht werden. Und seine Kehle durchschnitten. Die Unterwerfung der Reaper führt nicht zum Sieg. Nur ihre Vernichtung. Falls Sie einen Partner brauchen, suchen Sie bitte woanders. Ich wäre jetzt lieber allein.